Und ich bin echt geflasht von diesen Kunstwerken. Über 200 gibt es hier auf der Wand und alle sehr detailliert. Zum Beispiel diese leuchtenden Augen, finde ich sehr, sehr krass. Ich werde es gleich mal selbst ausprobieren, wie das ist, ob mir das überhaupt gelingt als Sprayer. Aber vorher kann uns der Hermes Köhler, du bist Quartiermanager und auch Vereinsmitglied hier vom ersten SC Sprayer Club in Darmstadt, mal was zu diesem Kunstwerk sagen. Das ist schon die hohe Kunst, oder? Definitiv. Das sehen Sie vor allem hier an der Detailverliebtheit des Ankers, wie dünn die Linien gezogen worden sind. Das erfordert wirklich jahrelange Übung. Umso dünner, umso schwieriger, oder? Umso dünner, umso schwieriger, kann man tatsächlich so sagen, ja. Wie lange wurde hier dran gearbeitet und wie viele Leute? Ich schätze mal so 2 bis 3 Stunden und es waren insgesamt 4 Leute, die hier gesprüht haben. Ja. Aber 2, 3 Stunden klingt schon verdammt schnell. Wir haben für Sie mal einen kleinen Überblick über diese Graffitis gemacht, die Sie jetzt angucken können im Zeitraffer. Und in der Zeit kann es der Hermes nochmal erklären, wie ist denn eigentlich hier so die Resonanz von den Bürgern? Wie kommt denn das an? Ja, also die BürgerInnen nehmen das durchwegs gut und positiv an. Und wir von der Quartierwerkstatt sind eben dafür da, eine bunte, solidarische Nachbarschaft herzustellen und zu ermöglichen. Und haben eben auch Workshops initiiert, die eben die BewohnerInnen, aber auch die KünstlerInnen, die hier in diesem Quartier sind, zusammenbringen. Dankeschön, Hermes. Ja, jetzt sind wir hier am Übungsbereich sozusagen von der ganzen Wall. Philly Warren, du bist die Vorsitzende von eurem Verein. Wie funktioniert das? Wer darf überhaupt sprayen? Also hier darf eigentlich jeder sprayen, also von jung bis alt, das ist ganz egal. Und auch jeden Tag. Also wir haben 24 Stunden geöffnet. Man muss sich nicht irgendwie anmelden. Nee, das ist einfach ein Freiraum für alle eigentlich. Aber es gibt bestimmt Regeln, oder? Darf man einfach quer über irgendwas anderes rübermalen? Also es gibt so ungeschriebene Regeln, dass wenn jetzt gerade was Neues gemalt worden ist oder das besonders gut ist, dass man da nicht unbedingt direkt rüber geht. Und wir haben auch extra für Anfänger hier den Bereich. Ja. Wobei man sagen muss, der Benny ist kein Anfänger, wenn ich mir das hier angucke, der schon ein tolles HR-Logo da gemalt hat, oder? Benny malt schon öfters. Ja, auf jeden Fall. Also der Benny ist auch Mitglied in unserem Verein und Okay. Der ist schon ein richtiger Profi. Und ihr sagt auch malen, ne? Nicht sprayen. Genau, wir sagen malen, ja. Okay. Wie viele Spraydosen werden dafür verwendet ungefähr? Ich würde so sagen, so 4, 5 Stück, ja. Okay, und eine kostet so 3, 4 Euro, ne? Ja. Ungefähr. Okay, dann darf ich jetzt auch mal das Ganze ausprobieren. Ich habe zwar keine alte Jacke dabei, das was eigentlich, glaube ich, besser wäre, aber wenigstens ein paar Handschuhe. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. So, die Dose auf jeden Fall mal ordentlich vorher schütteln, ne, Benny, oder? Wie war das? Und dann ein bisschen, wie viel Abstand muss ich haben, um das hier auszumalen? Ja, das ist gut, das ist gut. Es kann nur schief gehen. Naja, ich würde sagen, den Feinstift, glaube ich, musst du noch mal machen, Benny, jetzt. Wir sind noch ein bisschen hier beschäftigt, aber es macht Spaß.